ist Arnold. Sein Traum ist wahr geworden. Er geht heute zu einem Online-Date mit einem Mädchen, das den Spitznamen Baby 90 vorträgt. Das wird ein interessanter Abend. Alles ist gut, Arnie. Was ist denn da nicht in Ordnung? Finde es heraus. Also, raus aus der Kabine. Geh raus. Ja, es gibt 3 Kabel, die einen Aufzug halten, doch das ist nicht dein Problem. Sogar ein einziges Kabel ist stark genug, 4 Kühe, 3 Eisbären oder ein Nilpferd zu halten. Die Wahrscheinlichkeit, dass alle 3 Kabel gleichzeitig reißen, ist praktisch null. Scheint, als ob es Probleme mit dem Motor gibt. Bleib zurück, Arnold, sonst stehst du gleich in Flammen. Metallkabel mit einem Gegengewicht sind mit der Kabine des Aufzugs verbunden. Wenn der Motor aktiviert wird, fährt der Aufzug nach oben oder unten. Die Kabine scheint an der ersten Bremse zu klemmen. Diese Bremse befindet sich im Motor selbst und löst schon bei kleinsten Kabelproblemen aus. Keine Panik, Arnie. Wenn die nicht auslöst, gibt es noch eine Sicherheitsbremse unter der Kabine. Die bremst, wenn die Geschwindigkeit des Aufzugs rasant ansteigt. Arnold, aber ich glaube, du bist verflucht. Denn was hältst du davon, zu fallen? Arnold, du untergräbst den Ruf unseres wissenschaftlichen Kanals. Nur weil du schwerelos bist, heißt das nicht, dass du durch Springen entkommen kannst. Wenn an deiner Stelle ein athletischerer Mensch dastehen würde, könnte er vielleicht springen. Aber dann würde er sich kräftig am Kopf stoßen. Man sagt, es sei besser, sich auf den Boden zu legen, um die Kraft des Aufpralls auf deinen ganzen Körper zu verteilen. Aber leider wird diese Landung nicht so sanft sein. Der Aufprall wird mit mehr als 60 km/h geschehen und einen ramponierten Aufzug hinterlassen. Stell dir vor, was mit deinem Körper passieren wird. Hast du gedacht, ich würde dich so leicht sterben lassen? Ein Tornado rast auf dein Haus zu. Schnell raus hier auf die Straße, du musst ins Freie. Gut, aber hätten wir deinen Arsch wirklich retten wollen, wärst du besser im Keller deines Hauses geblieben. Wäre, hätte, Fahrradkette. Natürlich ist es für uns viel interessanter, was mit dir passiert, wenn du im Inneren des Tornados bist. Ready and go! Die Breite der Trichter der größten Tornados hat man mit 1500 Metern gemessen. Na Arnie, gibt's was Interessantes da drin? Pro Jahr werden in den USA gut 1000 Tornados gezählt. Aber nur wenige werden richtig riesig. Ha, du hast Glück gehabt, Arnie. Du bist in einem von ihnen. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um über niedrigen Druck und Sauerstoffausstoß zu diskutieren. Der Atmosphärendruck in einem Tornado ist so niedrig, dass deine Lungen nicht genug Sauerstoff aus der Luft herausziehen können. Schon nach wenigen Minuten wirst du ohnmächtig und erstickst. Oh, endlich. Dein Rumgeschrei hat mich schon ganz müde gemacht. Die dünne Luft hier ist vergleichbar mit dem Besteigen des Mount Everests ohne Sauerstofftank. Ja, Bergtourismus ist einfach nichts für unseren Freund. Aber in unserem Tornado wirst du sicherlich nicht an Sauerstoffmangel sterben, sondern durch die Kollision mit anderen herumfliegenden Objekten. Na, du weißt doch, fliegende Bäume, Tiere, Autos, Häuser. Alles, was auf dem Weg eines superstarken Tornados liegt, wird nach innen gezogen und mit bis zu 500 Kilometern pro Stunde herumgeschleudert. Oh, und wenn du wie durch ein Wunder alle Kollisionen überlebst und einen Sauerstofftank dabei hast, vergiss nicht, irgendwann, früher oder später, wird sich der Tornado auflösen. Der Trichter gibt dich wieder frei und du wirst aus einer richtig schönen Höhe wieder Richtung Boden stürzen. Glück gehabt, du bist mitten in einem Pottwal gelandet. Ja, wirklich Glück gehabt, du bist nicht mit einem seiner schweren Zähne zusammengestoßen. Mann, die wiegen ein Kilogramm und hätten jeden Knochen in dir zerbrechen können. Ah klar, es ist nun ziemlich dunkel hier. Aber wo kommt das Licht her? Viele Tonnen Wasser, Fisch und Plankton sind um dich herum. Der IQ aller Lebewesen hier zusammen ist größer als deiner. Es gibt nun 2 Fluchtwege. Der Hals des Pottwals ist nur 20 cm dick. Bis zum Magen musst du dich also mit etwas Hilfe durchquetschen. Gut, und hier ist nun alles vorbei für dich. Die Salzsäure im Pottwalmagen ist so hoch konzentriert, dass du dich in ihr schnell zersetzt, aber vorher bereits in einen Schockzustand fällst wegen der Schmerzen. Der zweite Ausweg ist viel leichter. Jetzt wird der Pottwal anfangen, überschüssiges Wasser loszuwerden, alles Ungenießbare und, wenn du Glück hast, auch dich. Wale schwimmen für gewöhnlich in einer Tiefe von 200 Metern. Viel zu tief für einen Heini wie dich. Du schaffst es ja gerade mal aus einer Tiefe von 20 Metern nach oben. Ja, aber was ist das? Riechst du Rauch? Woher kommt der Rauch im Pottwal?
Augen auf, sonst verpasst du doch alles. Du hast nur eine Nanosekunde. Du bist in Afrika, 613 Meter über dem Meeresspiegel im Schlot des riesigen Vulkans Etale. Geil, wa? Die Lufttemperatur an der Oberfläche beträgt 1200 Grad Celsius. Da schmilzt sogar Gusseisen. Chill, Arnold. In einer Nanosekunde passiert doch gar nichts, nicht mal dir. Ja, ich meine, wenn die Glückskekse ausgehen und du wirklich länger bleibst, zerreißt es deine Lungen im ersten Atemzug. Deine Haut löst sich und die einzig vernünftige Lösung ist, sich in die Lava zu stürzen, sodass du aufgrund eines Schmerzschocks ohnmächtig wirst und nach 90 Sekunden an einem besseren Ort aufwachst. Kack Aussicht, ne? Ja, was soll man sagen, Kumpel? Arnold, nimm deinen Finger aus der Lava. Oh, wow. Ja, was nun, Arnold? Soll ich dich auf die Spitze teleportieren, damit du die Aussicht genießen kannst? Hörst du das Geräusch auch? Arnie, raus hier! Der Strom fließt eigentlich mit Schrittgeschwindigkeit. Hey, alles klar bei dir? Und du willst Urlaub auf Hawaii machen? Haha? Wenn dort ein Vulkan ausbricht, kannst du dem nicht entkommen. Auch nicht mit einem Hoverboard. Und das ist mein Lieblingsfisch. Den nenne ich Tobi. Heute werde ich euch den Kopf verdrehen. Alle bereit? Tobi, los geht's! Und wie lief's? Arnold, bist du das? Dann google dreimal. Jetzt winke mal mit der Flosse. Dreh dich um. Mach einen Backflip. Ja, daran sieht man, dass du es bist. Tobi, böser Junge, böse! Pack das Aquarium wieder hin. Ups. Arnold, Luft anhalten. Du stirbst, wenn du das Wasser atmest. Wir haben 7 Sekunden, um das Gift aus deinem Magen zu pumpen, während du durch die Speiseröhre schwimmst. Bist du ohnmächtig geworden? Genau wie ein echter Piranha. Wenn sie in einem Schwarm sind, können sie problemlos eine Kuh in 10 Sekunden fressen. Aber wenn sie alleine sind, fallen sie durch das geringste Rascheln in Ohnmacht. Fische brauchen viel frisches Wasser. Deshalb hauen wir alle 4 Liter mit dazu. Hier, nimm mal einen Snack. Tobis Lieblingssnack. Aber sei vorsichtig mit den Zähnen. Ein Piranha-Biss ist kräftiger als bei jeder anderen Kreatur auf der Erde, einschließlich Dinosaurier. Das Letzte, was du jetzt brauchst, ist ein Loch im Bauch. Ich habe einen Plan. Tobi, öffne deinen Mund und versuche Arnold rauszudrücken. Arnold, mach dich auf. Kommt schon, Jungs, macht es zusammen. Arnold, du scheinst den Eingang mit dem Ausgang verwechselt zu haben. Schalte Google Maps aus. Und Tobi, du versuchst weiter ihn rauszubekommen. Du wirst da nicht trocken rauskommen. Wo hab ich jetzt meine 5 Liter Darmspülung hingelegt? Oh, hier. Das ist besser. Jetzt musst du nur noch 4 Meter schwimmen. Cricky, die Dinge, die du da in deinen Mund gesteckt hast. Ich habe seit den 90ern keinen Tamagotchi mehr gesehen. Das Wasser ist fast aufgebraucht. Paddel zum Licht. Heiliger Krapoli, es ist Jason Voorhees. Arnold, los, schreib dein Testament. Jason ist ein 2 Meter großer Verrückter mit einem enormen Verlangen nach Gewalt. Der Versuch, wegzulaufen oder sich zu verstecken, ist nutzlos. Er hat eine unerklärliche Fähigkeit, plötzlich hinter seinem Opfer aufzutauchen. Angriff ist die beste Verteidigung. Stell ihm eine Falle. Nachdem Jason vom Blitz getroffen wurde, wurde er super resistent. Aber er hat immer noch keine Chance gegen eine Säge. Och nö, du bist wie ein Affe mit einer Handgranate. Ich kann dir nichts anvertrauen. Was für eine Wendung! Jason wollte wahrscheinlich nicht, dass du auf irgendeine Weise stirbst, außer von ihm. Warum benimmst du dich denn so komisch? Voorhees kommt immer wieder zurück, sodass du schnell einen Plan B erstellen musst. Wenn er nicht zerstört werden kann, muss man seine Bewegungsfähigkeit einschränken. Du könntest Beton über seine Beine gießen, dann kann er dir nicht mehr folgen. Dabei gibt es jedoch ein Problem. Beton benötigt zum Aushärten mehrere Stunden. Das Herz ist eine Pumpe, mit der sich Blut mit einer Geschwindigkeit von 40 Kilometern pro Stunde durch den ganzen Körper bewegt. Der Weg, den das Blut zurücklegt, ist mehr als 100.000 Kilometer lang. Wenn all diese Gefäße in einer einzigen Linie angeordnet wären, würden sie sich 2-mal um den Globus wickeln. Drei, zwei, eins, Start!
Hat er sich in die Hosen gemacht. Es dauert 0,4 Sekunden, bis sich das Herz zusammengezogen hat und dasselbe, um sich auszuruhen. Alle Pausen im Leben addiert, ruht das Herz mehr als 20 Jahre. Daher wird niemand eine kleine Pause von nur einer Nanosekunde bemerken. Schau mal genau hin. Das Herz ähnelt einem zweistöckigen Haus. Es gibt oben zwei Räume, die als rechter und linker Vorhof bezeichnet werden und unten die Ventrikel. Im Normalmodus wird das Blut aus dem Vorhof mit einem solchen Druck in den Ventrikel gedrückt, dass das Blut hypothetisch mehr als 9 Meter oder fast 30 Fuß herausspritzen könnte. Dann drückt der Ventrikel Blut in die Lunge oder die Aorta. Aber wenn der Ventrikel für mindestens 0,7 Sekunden stoppt, wenn alle anderen Teile des Herzens arbeiten, dann boom! Ich wollte ihn einfach in den Supermarkt einsperren. Hier kannst du den ganzen Tag über Süßigkeiten und Schokoriegel essen und in einem Einkaufswagen durch den Laden fahren. Du hast Zugriff auf Waren für die Erholung, Sport, Kleidung und sogar Medikamente. Im Durchschnitt gibt es 120.000 verschiedene Produkte in einem Supermarkt, die dir 50 Jahre lang ein sorgenfreies Leben ermöglichen. Aber leider wird ein großer Teil dieser Güter ohne Strom schon am nächsten Tag verderben. Bei Raumtemperatur ist die gesamte im Laden befindliche Milch in nur 18 Stunden schlecht. Frisches Huhn, Schweinefleisch und Rindfleisch werden innerhalb eines Tages ungenießbar. Kuchen und Gebäck halten etwas länger, vielleicht 36 Stunden, wenn du Glück hast. Du kannst ja ein paar Tricks probieren. Den Fisch salzen und das Brot trocknen. Dann wird deren Haltbarkeit um Jahre verlängert. Aber hey, nutze den Tag, Arnold! Nach einer Woche werden Obst und Gemüse schlecht und du musst auf Getreide umsteigen. Aber die Zubereitung wird die begrenzte Wassermenge um mindestens 10 Jahre verringern. Du kannst versuchen, das zu verlängern, indem du es durch Cola aus der Gartenabteilung filterst und dann mit Silber reinigst. Okay, also, ab jetzt werden deine üblichen Mahlzeiten aus Konserven bestehen. Rindfleischeintopf kann fast unbegrenzt haltbar sein, wenn die Verpackung nicht beschädigt ist. Eingelegte Gurken und Tomaten können eine zusätzliche Wasserquelle sein. Also, die 3 Tonnen Konserven, die im Laden sind, halten 8 Jahre lang. Und dann ist die letzte verbliebene Nahrungsquelle... Viele Dinge können für andere Zwecke verwendet werden. Zum Beispiel kannst du deinen Hintern mit fast jeder Art von Papier abwischen. Du musst es nur gründlich zerknittern und nun verwenden. Ja, so wie es unsere Ur-Ur-Ur-Omas getan haben. Ja, und wenn dir das Geld ausgeht, kannst du jederzeit die Karte verwenden. Arnold, was ist los mit dir? Tut dein Bauch weh? Das ist perfekt, um meinen Quantenresizer zu testen und von innen herauszufinden, was dir wehtut. Setz das hier auf und ich werde dein Bewusstsein mit einer Nanokopie von dir verbinden und dich in deinen eigenen Körper reinbringen. Aber zieh zuerst deine Unterhose aus. Das ist der schnellste Weg, um dich ans Ziel zu bringen. Auf geht's! In deinem Burrito waren ein paar zu viele Eier von sehr schlauen Bandwürmern. Arnold, schau dir das an. Sie haben eine ganze Metropole in dir gebaut. Und sogar ein Zoo. Schauen wir uns den Zoo an. Am Montag gibt es 50% Rabatt. Mein Gott, dies ist ein Zoo mit pathogenen Viren und Bakterien. Ich bewundere deine Eindringlinge. Spanische Grippe, Pest, Ebola, Tuberkulose, Schweine- und Vogelgrippe, Typhus, Pocken und eine Reihe anderer seltener Krankheitserreger an einem Ort. Schau, es gibt sogar meinen Favoriten, das wenig untersuchte Boronavirus, auch als traurige Pferdekrankheit bekannt. Es betrifft hauptsächlich Pferde, Schafe, Kühe, Kaninchen und andere Tiere. Arnold, ich würde meinen Finger nicht in den Käfig stecken, wenn ich du wäre. Es wird vermutet, dass die Infektion Schizophrenie verursacht. Arnold, leider schmerzt dein Magen wegen der vielen Parasiten. Sie bauen eine Autobahn in deinen Darm, einen Wasserpark in der Blase. Wenn sie ein Rechenzentrum im Hirn errichten, bist du in 0, nix tot, weil dein Kopf so klein ist. Du musst herausfinden, wie du sie aus deinem Körper rauskriegst. Je früher, desto besser. Wenn wir alle Zellen des Zoos öffnen, treibt das höchstwahrscheinlich die Würmer raus.
Komm schon, Arnold, mach weiter. Es ist besser, nach ein paar Tagen Ebola zu husten, als mit diesen Würmern in dir zu leben. Herzlichen Glückwunsch. Du befindest dich jetzt im Zentrum des kolossalen Krieges. In einem Ausmaß, das größer ist als alle Kriege der Menschheit zusammen. 10 Billiarden Ameisen nehmen daran teil. Hast du jemals eine solche Zahl gesehen? Und welche Zahlen hast du gesehen? Oh. Schau her. Die Ameisen bereiten sich auf den Kampf vor. Wenn Ameisen menschengroß wären, hätte die Menschheit keine Chance. Schließlich könnte sogar eine gewöhnliche Ameise ein 16-stöckiges Gebäude anheben und mit einer Geschwindigkeit von 55 km/h rennen. Und hier kommen die Gäste. Vielleicht rennst du mal, Arnold? Oh, Arnold, Koordination im Weltraum war noch nie deine Stärke. Obwohl, sieh mal, du hast sie im Kreis laufen lassen. Hast den Anführer auf seine eigene Pheromonspur gebracht. Wenn dies Ameisen passiert, fallen sie in eine Todesfalle. Du hast einen Ameisenwirbel erzeugt. Der Anführer wird nun seine Truppen im Kreis führen, bis sie alle vor Erschöpfung sterben. Du bist ein Held für diese Jungs, Arnold. Sie wollen dich der Ameisenkönigin vorstellen. Aber was ist das? Oh, du musst um die Macht kämpfen. Manchmal erscheint eine zweite Königin im Ameisenhaufen. Infolgedessen führen die beiden Königinnen ein Duell durch und entscheiden, wer den Ameisenhaufen regieren darf. Nach dem Kampf bestimmen die Ameisen, welche Königin ihnen am besten gefällt. Das ist wahre Demokratie. Und dann, die Mehrheit zerstört die Minderheit. Ich nehme meine Worte über Demokratie zurück. Achtung! Arnold, du hast wirklich Glück. Du hast es geschafft, auch einen Staatsstreich zu überleben. Aber was ist das? Du bist voller Geruch von Leichen und jetzt sehen dich alle Ameisen als tot an. Deshalb werden sie dich lebendig begraben. Arnold war ein nutzloser Mistkerl. Möge er in Frieden ruhen. Entspann dich, sonst platzt gleich der letzte Rest deines Gehirns. Machst du einen IQ-Test? Oh, haben wir dich geärgert. Und nun willst du uns beweisen, dass du klüger bist. Oh, mach dir doch nichts vor. Obwohl, ich habe eine Idee. Das Gehirn arbeitet besser, wenn es viele Nährstoffe erhält. Das erreichen wir mit einer schnelleren Durchblutung. Ein Schuss Adrenalin erhöht deine Herzfrequenz auf 220 Schläge pro Minute. Und eine 40. Tasse Kaffee liefert alle 350. Nun wollen wir mal sehen, ob wir dein Gehirn genug genährt haben. Was aber, wenn wir dein Herz 300.000 Mal pro Sekunde schlagen lassen würden? Das Blut rast durch deine Venen 20 Mal schneller als die Schallgeschwindigkeit. Offensichtlich platzen alle Venen und Blutgefäße sofort und dein Herz kann sich nicht mehr zusammenziehen. Also werden wir dir ein Upgrade verpassen. Wir ersetzen dein Herz durch einen Motor und machen dein Blut zähflüssiger. Jetzt läuft alles ganz anders. In dieser Form bist du ein Übermensch. Alle Prozesse im Körper werden 1000-fach beschleunigt. Das wird die produktivste Zeit deines Lebens sein. Mit einem solchen Gehirn kannst du Unternehmen gründen, erfolgreicher als Google werden oder Einsteins Gravitationstheorie verfeinern. Aufgrund deines beschleunigten Stoffwechsels musst du jedoch fast immer auf dem Klo sitzen. Aber keine Sorge, es wird nicht lange dauern. Dein Körper kann maximal 2 Stunden zu einem Stress standhalten. Und dann, bam! Bye, bye, Birdie. Oh, Arnold, du hast vergessen, den Test zu machen. Arnold? Naja. Was hast du denn da? Ach, sag's mir lieber nicht. Das ist ein hausgemachter Burrito. Hast du den für die Astronauten gemacht? Die Rakete hat erfolgreich an die ISS angedockt. Fertig machen. Um die Tür zu öffnen, musst du auf die grüne Schaltfläche drücken. In 3, 2, 1... Grüner Knopf, Arnold! Grün! Ich bezweifle, dass einer der Astronauten zu Hilfe eilen wird, nachdem du alles Essen verputzt hast. Nun hast du genug Luft für 8 Stunden.
Irgendwie musst du in dieser Zeit alleine zur ISS kommen. Du kannst deinen Körper so viel bewegen, wie du willst. Das bewirkt nichts. Selbst wenn du wie Sonic rennst, bleibst du an einem Ort. Hier sind einige echte Optionen für die Bewegung im Weltraum. Die erste Option ist die Luft aus deinem Sauerstofftank. Luft bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von 50 km pro Sekunde durch die Rohre. Diese Art von Energie kann dich in nur 60 Sekunden bis zu 3 km weit tragen. Dies wird jedoch deine Luftversorgung erheblich reduzieren. Fahren wir also mit der zweiten Option fort, dem Burrito. Den hast du in Folie eingewickelt und Folie ist ein ausgezeichneter Reflektor. Wenn du aus der Folie ein Segel machst, übertragen von ihr reflektierte Lichtteilchen ihren Impuls auf die Folie und beschleunigen dich dadurch. Hast du nicht gehört, was ich über das Segel gesagt habe? Uhuhu, das geht auch. Menschliche Gase treten mit einer Geschwindigkeit von 3 Metern pro Sekunde aus dem Körper aus. Und sie können einen ganzen Ballon an einem Tag füllen. Du musst sie einfach nur flattern lassen. Arnold, was hast du vor? Wie viele Burritos hast du gegessen? Nur noch ein bisschen. Strecken. Und... Erinnerst du dich an die Show Love, Death and Robots? Du musst dir die Hand abhacken. Okay, oder nur deinen Finger. Du hast nur noch 3 Meter. Nimm einen Teil des Anzugs ab und wirf ihn in die entgegengesetzte Richtung. Spaß gemacht. Naja, dein Finger hat sich ein paar Mal verabschiedet, aber wir haben ihn wieder angenäht, richtig? Wo geht denn heute die Lieferung hin? Zum Marianengraben? Na, ob die wissen, was sie tun? Komm schon, komm zurück. Du bist ein Dickschädel. Okay, dann rein da. Diese riesige, transparente Röhre erreicht den Grund des Marianengrabens. Du musst gut 10.000 Meter runter. Es hört sich unglaublich an, aber wenn man den ganzen Planeten betrachtet, ist der Marianengraben nicht einmal ein Schlagloch auf der Straße. In einem versiegelten Highspeed-Aufzug dauert die Fahrt nach unten nur 11 Minuten. Was für ein Schmutzfink bist du denn? Jetzt musst du laufen. Aufgrund der Tatsache, dass das Rohr mit Luft gefüllt ist, ist der Druck ganz unten nur 2-mal höher als normal. Aber wenn es mit Wasser gefüllt wird, steigt der Druck um das 1072-fache an. Alter, schau mal, was Kältedruck und Sauerstoffmangel den Bewohnern hier angetan haben. Zum Beispiel mussten Xenophyophore eine Immunität gegen Uran, Quecksilber, Blei und andere gefährliche Stoffe entwickeln, die jede andere Kreatur auf der Erde zerstören würden. Wenn man sich solche einzelligen Organismen anschaut, bekommt man eine Vorstellung davon, wie das Leben auf dem Mond, Jupiter oder Europa aussehen könnte. Arnold, weißt du, was dich am Ende erwartet? Einsamkeit. Hier gibt's keine einzige Seele, außer vielleicht eine verwirrte Garnele. Es ist kaum zu glauben, aber mehr Menschen haben den Mond besucht als den Grund des Marianengrabens. Arnold, schau, da draußen ist ja wirklich jemand. Ich frag mich, wie er dich bezahlen wird. Mit Muscheln? Die Rückreise dauert mindestens 24 Stunden, oder? Öffne einfach den Riegel. Wir befinden uns jetzt in Portugal. Hier bilden sich die höchsten Wellen der Welt. Sie sind wie ein Gepard, aber in der Welt der Wellen, weil sie die Geschwindigkeit von fast 100 km/h erreichen. Ein hawaiianischer Surfer hat hier eine 25-Meter-Welle geritten. Dafür kam er ins Guinness-Buch der Rekorde. Hast du jemals von einer Killerwelle gehört? Dies sind Wellen mit einer Höhe von 25 bis 30 Metern, die selbst von einem Schiff aus nicht zu sehen sind. Sie können plötzlich und unbemerkt auftreten. Daher bleibt nur sehr wenig Zeit, um die Besatzung eines Schiffes zu retten. Killerwellen können ein Schiff mit nur einem einzigen Treffer versenken. Sogar Conor McGregor würde einen solchen Knockout beneiden.
Die größte Welle wurde 1958 in der Lituya Bay in Alaska registriert. Die Welle erreichte eine Höhe von 30 Metern und flutete die Berge drumherum. Infolgedessen wurde die gesamte Vegetation bis zu einer Höhe von 518 Meter über dem Meeresspiegel zerstört. Und das ist die Höhe von 5,5 Freiheitsstatuen. An Land deutet die Natur selbst auf die Annäherung eines Tsunamis hin. Tiere spüren die Katastrophe und beginnen sich irgendwo in Eile zu versammeln oder sich seltsam zu benehmen. Vogelscharen fliegen davon. Bist du an Land? Rein ins Auto, aufs Fahrrad oder renne einfach. Oder bitte King Kong dich mitzunehmen. Es wird empfohlen, eine Höhe von rund 40 Metern über dem Meeresspiegel zu erreichen. Arnold, du gehst besser in die oberste Etage des Empire State Buildings. Die Höhe des Wolkenkratzers beträgt 102 Stockwerke oder 281 Meter. Der Aufzug fährt mit einer Geschwindigkeit von 200 Metern pro Minute. Du hast also definitiv Zeit. Naja, das ist auch möglich. Schrei nicht unter Wasser, sonst erstickst du. Halte dich auf jeden Fall bei Bewusstsein. Arnold! Arnold! Arnold, versteck dich. Das sind die Nachbarn von unten. Du ertränkst sie. Nun, das war's. Ich muss gehen. Und du wirst alles Weitere selbst herausfinden. Alter, wo hast du das Auto her? Arnold, Mensch, du hast fast den Vogel umgebracht. Jetzt musst du ein Taxi für diese Dame rufen. Zum Glück war es ein Spatz und kein Adler. Ich glaube, dein Telefon hat gerade alle Taxis in den gesamten USA an einen Ort bestellt. In den USA sind rund 230.000 Menschen als Taxifahrer registriert. Mehr als die Hälfte davon sind Uber-Fahrer. Alle Autos in einer Reihe erzeugen einen Stau mit einer Länge von 800 Kilometern. Ein Drittel des Staates New York wird nun kollabieren. Es wird nun schwierig, auf der Straße zu atmen, weil die Emissionen doppelt so hoch sind wie üblich. Und deswegen fängst du an zu husten, fühlst dich schlecht und könntest sogar einen Schlaganfall bekommen. Setze deine Hoffnungen lieber nicht auf einen Krankenwagen. Der rettet dich nicht und auch nicht die anderen 3000 Patienten, die jeden Tag einen Krankenwagen rufen. Riskier's doch und versuch mit der U-Bahn ins Krankenhaus zu fahren. Aber die 6 Millionen Menschen, die normalerweise mit dem Auto fahren, sind bereits in der U-Bahn. Heute gibt es dort etwa 11 Millionen böse und wütende Menschen. Hey, ja, das ist der Kerl, der den ganzen Stau verursacht hat. Kriminelle haben bereits die Hälfte der Geschäfte in der Stadt geplündert, da die Polizei auf die meisten Verbrechen nicht reagieren kann. Arnold, ich denke, du solltest besser das Land verlassen. In fast jedem Flugzeug, das New York verlässt, ist ein Platz für dich. Menschen können den Flughafen nicht erreichen. Und Flugzeuge, die zur Hälfte leer fliegen, verlieren mehr als 10.000 US-Dollar pro Flug. Zahlt ein Arnold eigentlich immer seine Schulden? Bist du überrascht, dass du der einzige Passagier an Bord bist? Diese Boeing 767 gehört der gefährlichsten Fluggesellschaft der Welt, Cam Air. Gleich nach der Gründung des Unternehmens segelte ein Flieger beim Landeanflug am Rollfeld vorbei. Viele Passagiere erlitten Verletzungen, aber zum Glück überlebten alle. Etwas später verschwand eines der Flugzeuge vom Radar, eine halbe Stunde vor der Landung. Nach 2 Tagen Suche wurde es gefunden. Es war mit einem Berg kollidiert. 104 Menschen an Bord starben. Regel Nummer 1 im Flugzeug, immer anschnallen. Die Luftdichte ändert sich ständig. Stell dir Folgendes vor. Es ist Sommer, du fliegst über ein Feld und unter den Flügeln des Flugzeugs weht eine warme Brise. Dann endet das Feld plötzlich und du fliegst über einen kalten See. Die warmen Winde hören plötzlich auf und du wirst... Turbulenzen schütteln das Flugzeug mehrere Meter hin und her. All das geschieht bei einer Geschwindigkeit von 800 km/h. Und wenn du bei einer plötzlichen Belastung von 2G nicht angeschnallt bist, dann verursacht jede Kollision mit dem Sitz oder Flugzeug Rippenbrüche, verdreht Arme oder macht den Schädel kaputt. Das aus den Turbinen strömende Gas zieht Blitze magisch an. Das Interessante dabei, große Flugzeuge erzeugen in der Tat oft selber Blitze.
Vom Heck aus erstreckt sich eine elektronische Entladung von Hunderttausenden von Ampere in die Wolken. Und vom Bug aus Richtung Boden. Ein Blitz kann die Windschutzscheibe zerbrechen und die gesamte Elektronik an Bord lahmlegen. Warte, Arnold, die Landung wird schlimmer als die Stoppeln am Arsch deiner Tante. Oh mein Gott, Arnold, du wirst sie wohl ein letztes Mal sehen. Bei deiner Beerdigung.